Fast die Hälfte der 530 Schulleitungen Mecklenburg-Vorpommerns beteiligten sich 2013 an einer Befragung, durchgeführt von der Uni Rostock. Abgefragt wurden Arbeitssituation, Zufriedenheit und Belastung. Bildungsminister Matthias Brotkopp gab am Montag nun bekannt, wie das Land auf die Ergebnisse reagieren wird. Für Qualifizierungen und Weiterbildungen von 2014 bis 2016 sollen 300.000 Euro bereitgestellt werden. Doppelt so viel wie im Zeitraum 2012 bis 2014. Die neu geordnete Qualifizierung zum Schulleiter wird 4 Phasen umfassen. Die ersten 2 Phasen richten sich an Lehrer, die Schulleiter werden möchten. Die Phasen 3 und 4 an bereits tätige Schulleiter, die sich weiterbilden wollen. Mehr Unterstützung wurde sich auch bei schwierigen schulrechtlichen Fragen gewünscht. Hierfür wurde ein Internetportal eingerichtet. Einige Befunde waren für uns total überraschend. Wir haben in den letzten Jahren das häufiger gehört von Schulleitungen, dass sie sagen, Mensch, ich muss so viel unterrichten, kann ich nicht noch ein paar Anrechnungsstunden haben für die Leitungstätigkeit? Und wenn man jetzt diese Umfrage, die repräsentativ ist, auswertet, dann stellt man ganz überrascht fest, jedenfalls ging es uns so, dass es nicht so ist, dass die Schulleitungen am zufriedensten sind, die am wenigsten unterrichten, sondern es sind diejenigen, die in so einem gesunden Mittelfeld sind. Also zu wenig Unterricht ist nicht gut, zu viel Unterricht ist aber auch nicht gut, sondern eine gesunde Mitte. Und das finde ich eigentlich ganz beruhigend, muss ich sagen, weil Schulleiter sind Lehrer und dass sie Freude daran haben, mit Kindern Unterricht zu machen. Das finde ich ganz beruhigend. Also ich glaube, das sind das auch die Richtigen an der richtigen Stelle. Überarbeitet werden soll auch die Bürokratie, die viele Schulleitungen als zu aufwendig empfinden. Besonders, dass die gleichen Schülerdaten in 2 verschiedene Datenbanken eingegeben werden müssen. Hier soll ein neues, einheitliches System Abhilfe schaffen. Die Umstellung wird aber mindestens 2 Jahre in Anspruch nehmen.